Hallo und jetzt kommt zu einem neuen Video von mir. Heute spiele ich mal wieder Super Mario Maker und ja, wir spielen wieder Super Mario Maker und ja, wir spielen wieder Super Mario Maker. Ich weiß, es ist ein bisschen merkwürdig, dass letztes Mal kein Video kam, außer der Livestream. Aber es hat einen Grund, denn ich habe gestern was ganz anderes vor gehabt. Und was mache ich überhaupt hier? Ich war offiziell ein Bossmeister, ich will Level suchen. Es hat einen Grund, denn ich war gestern eigentlich abwesend von den Videos. Und ja, deswegen. Wir spielen Firefighters Do Not Sleep. Ich weiß nicht genau, was das Level jetzt bedeutet, denn ich kann kein richtiges Englisch. Sleep heißt auf jeden Fall schlafen, Fire heißt Feuer. Ach so. Ich weiß es. Doch nicht bewegen. Das ist ein Automatik-Level. Ich habe mich nicht bewegt. Nicht. Okay, ich habe mich schon bewegt, aber da nicht. Da habe ich mich gar nicht bewegt und konnte immer eure Klappe halten. Danke, tschüss. Ich muss mal kurz gucken, was ich hier noch habe an Super Mario World. Welcome in the dark. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Level-Situation das ist. Ich möchte mal gucken, welche Level der Dings das ist. Ach, es ist Boohoo Haus. Gut, ich glaube, ich kenne mich gar nicht mehr mit Super Mario aus. Boohoo Haus. Wie heißt das? Geisterhaus, nicht Boohoo Haus. Also, ich kenne mich wirklich gerade gar nicht mit Mario aus, denke ich mal. Ja. Schlüssel. Wo ist jetzt die Tür? Ach, da! Ich kenne mich gar nicht mit Mario nicht aus, auch wenn es ein Tag her ist nur. Ja, danke für den. Alter. Nein! Oh! Schnell! Das muss doch irgendeinen Grund haben. Nein, komm jetzt. Okay, ich komme aber. Das war ein einfaches Level. Das war wirklich schon ein sehr einfaches Level. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen. Aber so hier unten seht ihr da bestimmt alles. Also nicht schlimm. Ich wollte nur mal kurz sagen, was über Mario Odyssey. Mario Odyssey war ja auf Platz 1 im Nintendo eShop. Klicke ich heute Morgen so auf Nintendo eShop drauf? Was steht's? Oh, scheiße! Es ist Platz 2 und warum? Da habe ich jetzt was anderes ausgesucht. Ich wollte Very Hard. Okay, gucken wir mal, was es ist. Alter, was ist das? Das kann man nicht. Halt's ab! Okay, ich versuch's. Das geht nicht. Wirklich, Leute, das geht doch gar nicht. Also wenn ihr jetzt mir sagt, das geht doch. Es geht nicht.
Es geht einfach nicht. Gucken wir mal noch nach Super Mario World Leveln. Hier, Water Fist. Ah, ne, wenn's Wasser ist. Okay, komm, was ist 1 minus 3? Also Welt 1, 3. Was ist das? Ist das jetzt ein Unterwasser-Level? Oder will der mich jetzt trollen mit einem Schloss-Level? Nein, es ist ein ganz normales Level. Gut, Feder. Oder eher gesagt Cape. Bam, 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 dam, bam, bam. Also ich gucke heute Morgen so auf den Nintendo eShop und dann sehe ich, Platz 1 ist so ein anderes Spiel. Und dann denke ich mir so, hä, was ist jetzt mit Super Mario Odyssey los? Jeder wird sich Super Mario Odyssey nicht im Nintendo eShop holen. Lieber in so, weil so kann es irgendwie nicht gelöscht werden. So hat man es immer halt. Deswegen ist es auch nicht so beliebt in Nintendo eShop, weil es dann niemand mehr kauft. Weil es würde sich eigentlich jeder das Originale in der Verpackung holen. Zum Beispiel wie das, was ich habe, nur für Mario und Rabbids Kingdom Battle. Wenn ihr es seht, dann... Ja, ja. Das ist Mario und Rabbids Kingdom Battle, also so eine Verpackung. Vielleicht holen sich das auch nur die... Ah, hier ist ein Wow-Level! Cool! Wow! Guck ich mal, wie das so ist, läuft. Ich glaube, ich habe sehr schlechtes Internet und das Miiverse wurde abgeschaltet, habe ich gerade. Das Miiverse wurde abgeschaltet. Das ist aber auch jetzt kein Wunder, denn Nintendo hat die Server von der Wii U abgeschaltet. Ja, also Nintendo hat die Server von der Wii U abgeschaltet. Nicht alle, aber Splatoon wird auch mal abgeschaltet.